Aus einem Ingot machen wir einen. Oder aus 1000. Ein Ingot sind 144 Millibuckets. Das ist ja voll die Verschwendung über den Blastchiller. Och man, Leute. Aber warte mal. Okay, aber ich hab da glaube ich, gerade eine Lösung. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Raid Above and Beyond. Hier zurück auf unserer kleinen Singleplayer-Welt und heute wollen wir mal ein klein wenig Spaß haben mit dem Gerät hier. Denn ich möchte heute gerne die Prozessoren fertig machen, damit ich den nächsten Schritt in der Technologie fertig kriege. Dazu brauchen wir erstmal Deployer. Machen wir schnell. Das heißt, oh Gott, das ist voll hier. Wir brauchen erstmal goldene Hände. Der goldene Finger. 1, 2, 3. Dankeschön. Die müssen jetzt versehen werden mit Andesitmaschinen. Andesitmaschinen, dankeschön. 1, 2, 3. Dann brauche ich nochmal 3 Andesitmaschinen. 1, 2, 3. Für die Pressen. Da brauchen wir Eisenblöcke. Und wir haben ein bisschen was an Eisen da. So, daran soll es nicht scheitern. 1, 2, 3. Und wir brauchen noch die Spouts. Und davon habe ich, glaube ich, keine mehr über, ne? Nee. Die Spout war gleich wieder... So. Okay. Kupfermaschine. 1. Casing. 2, 3. Und die jetzt versehen mit einem Hopper. 1, 2, 3. Okay. Also, hops. Okay. Dann brauche ich noch 2 Tanks. 2 einfache, ganz normale Tanks. Brauchen wir 2 Nickel Gear. Hops. Und dann die 2. Und die jetzt... hätte ich gemacht. 1. Oh, ich habe kein harten Glas mehr. Ich habe keine Charges mehr. Für das Glas. Ups. Ha. Okay, Blaze. Kann ich, glaube ich, kaufen, ne? Blaze Rods kann man noch kaufen für... Ja, okay. Dann zerschroten wir die schnell und dann machen wir das... Dann kaufen wir uns dann welche nach. Wir haben es ja, nicht? So, komm mal her. Zersehe ich dir mal bitte. Danke. Und jetzt da die Fire Charge draus machen. Dankeschön. Und daraus dann das harte Glas machen. Schönen Dank. Und daraus jetzt den Tank machen. So. 2... kleine Fuel Cells. Sowie eine aufgedrehte Fluid Cell. Und jetzt sollen die arbeiten. Und zwar nach Möglichkeit. Drehen wir die in die Richtung? Nee, können wir nicht, weil hier kommen jetzt die Spouts dazwischen. Das heißt, wir könnten das eh nicht nach vorne übertragen. Wir müssten die also zur Seite drehen. Zack. Nämlich so. Dann drehen wir die Jungs da ganz kurz mal um. Okay. Und die werden jetzt einfach hier angetrieben durch das Förderband. Und fertig. Ne? Ja. Schafft. Habe ich sogar noch welche da. Dann brauchen wir noch die Encased Gears. Also einer dort und einer dort. Dann die Chain Drives. Brauchen wir ein paar davon. Danke. Oh, keine Nuggets mehr. Was?
Dankeschön. Und nochmal Chain Drives. So. Machen wir nicht mal alle fertig und dann machen wir gleich ein paar neue Shafts. Und dafür brauchen wir nämlich das Andesit. Dankeschön. Das ist ja schnell gemacht. So, mutig. Chain Drive hier drauf. Und Chain Drive da drauf. Damit sind die auch direkt angetrieben. Hier kommt dann jetzt der... Und jetzt die jeweiligen Drawer hin. Danke. Nehmen doch die drei hier. Und dann nochmal ein paar Funnel. Da weiß ich schon, dass ich gerade nicht genug habe, weil ich habe gerade welche gemacht in der letzten Folge. Nein. So. Und Le Funnel. Dankeschön. Und dann geht ihr jetzt da rein. Okay. Jetzt müssen wir hier oben drauf erstmal den Tank hinstellen. Können wir von hier aus machen. Können wir nicht. Kommen wir nicht ran. Verdammt. In der Mitte kommt der große Tank. Der hat nämlich die volle Ladung an Zeug. Und links und rechts kommen so kleine Ersatztanks, die halt nur Aushilfstanks sind. Du, mein Freund, gibst jetzt dein Zeug nach links und rechts und nach unten. Während ihr zwei... Auto-Input können wir ausschalten. Während ihr zwei bekommt von dort, du gehst nach unten. Die brauchen wir nie wieder einstellen. Ne, die bleiben jetzt für ewig hier. Zack. Der hier, der in der Mitte, der muss regelmäßig ausgetauscht werden, wenn der eben leer ist. Später können wir da dann einfach dann über das ME-System einen Fluid-Dings ranpacken, dann passt, dann geht das auch. So, damit sind die jetzt voll mit Destabilized Redstone, was ja hier drüben an unserer anderen Maschine bereits erfolgreich gemacht wird. Ja, das sind die hier wieder gut dabei. Da ist jetzt ein bisschen was drin, aber der ist jetzt noch ein bisschen größer. Von daher passt das. Anyway. Das haben wir. Jetzt brauchen wir da noch ein bisschen Speed drauf. Wir hätten jetzt hier dieses Speed-Maschine und wir können einfach hier... Irgendwie machen einfach hier nochmal einen Speed-Controller vorne. Genau. Wir haben hier den... Das ist eine Gearbox, genau. Wenn wir da jetzt abzapfen... Machen wir hier jetzt einen... nochmal eine Brassmaschine. Die wird dann zersägt zum Speed-Controller. Dann brauchen wir nochmal ein großes Zahnrad. Und wir brauchen eine Klutsch. Die haben wir nicht mehr da. Dass wir den Speicher ausschalten können. Oder einschalten. Wie man es eben möchte. So... Das kommt jetzt so an, also müssen wir es am besten dann hier hinstellen. Und wir dann sogar... Dann machen wir es gleich bis hier hinten ran, würde ich sagen. Einfach nur, weil es geht. Da das Speed-Controller, den drehen wir dann einmal genau auf die Richtung. Den stellen wir auf volle Kante. Wenn du läufst, dann bitte mit Highspeed. Hier kommt jetzt eine Gearbox rein. Eine Standard-Gearbox. Und dann die Klutsch halt eben davor. So. Oder, nee, machen wir hier drüben rüber. Dann hat man die Relation besser zum Gerät. Okay, dann dazwischen jetzt ein paar Schäfte, ein paar Gestänge. Und da ist natürlich jetzt das große Zahnrad drauf. Und dann... Läuft das schon? Achso. Hier ist nicht verkehrt rum. Na, Mädels? Das ist doch was, oder? Darauf ist noch ein Lever, dann haben wir's. Das sieht doch so schon mal gar nicht so kacke aus. Bin ich jetzt. So, ausgeschaltet. Wieder zumachen.
Und jetzt kommen wir zur Produktion der wichtigen Sachen, nämlich hier. Hier drauf sollen jetzt die Sachen gebaut werden, die wir brauchen, um die jeweiligen Prozessoren zu stellen. Das heißt, da kommen jetzt die Blastschiller hin. 1, 2 und 3. Und obendrauf kommen die Crucibles. Wow, cool. Nummer 1. Nummer 2. Fuck. Yes, sehr gut. Okay. So weit, so gut. Die brauchen jetzt hier in der Mitte jetzt die Augments zum An- und Absaugen. Das müssten die ja können, ne? Das müsste, glaube ich, gehen. Bei dem Blastschiller, ja. Haben wir bei dem Eisdings auch, glaube ich. Das heißt, wir brauchen den Spaß. Jetzt dreimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann 1, 2, 3. Dankeschön. Und damit sagen wir dem jetzt Auto-Input, Auto-Output. Auto-Input von oben, Auto-Output nach unten. So. Okay. So weit so gut, ne? Die brauchen natürlich noch Strom. Die kriegen sie jetzt von vorne ran geklatscht einfach. Fertig. Wir könnten es auf eine. Können wir nicht, weil da ja der Tank dran ist. Den auch nochmal. Also. Zack. Und. Bap. Nochmal alles ein- und ausschalten, dass sie sich nicht ins Gehege kommen versehentlich. So, das ist geregelt. Jetzt kommt der Strom. Und hier oben die können wir nicht einstellen, weil die haben ja keine Einstellungsmöglichkeit. Das ist aber nicht schlimm, weil die produzieren das nur Zeug. Beziehungsweise die brauchen den ja auch. Wir könnten natürlich einfach nur Hopper draufstellen und später, ja, wir machen nur Hopper drauf. Denn so viel brauchen wir ja nicht von dem Spaß. Wir können auch einfach nur. Wir brauchen nicht mal einen Hopper. Wir hauen einfach so was rein. Ne? Wenn wir einen Stack von Calculation-Prozessoren haben, das ist ja einer, ne? Ein Ingot? Ja, einer zu eins. Der braucht jetzt natürlich die Pressen da drin. So. Im Grunde ist es fast schon egal, was da rein, aber so kommen die jetzt. Wir hätten es darauf einlassen können, ne? Dem ist so spontan fest. Egal. Edschert ja nicht. So, dann haben wir jetzt hier den Inscriber. Ne, fangen wir an. Der Logic war Kupfer. Warte noch. Achso, falsche Maschine. Da. Inscriber war Kupfer. Calculation war. Ne, Logic war. Quatsch, ich lüge doch. Logic war Gold. Engineering ist, genau, und Scribing ist, Calculation ist Kupfer, Logic ist Gold und Engineering ist Diamant. Gut. Wir brauchen Fluxkabel. Zack. Noch mehr Fluxkabel, bitte. Ich glaube, ich brauche halt mehr Invar. So langsam, was ich hier dürfte, mir das ausgehen. Und jetzt ziehen wir den Strom einfach hier vorne längs. Und hier runter. Und dann am besten hier abziehen, wa? Ja. Das ist, glaube ich, die kürzeste Verbindung. Okay. So langsam, aber sicher kommen wir, glaube ich, der Sache näher. Lass uns kurz eine Runde pennen gehen, weil ich glaube, wir sehen jetzt gleich die Produktion unserer ersten Geschichten. Pass mal auf. Ich glaube, wir sind soweit. Ich glaube, wir haben alles.
was wir so brauchen. Okay, ready? Wir brauchen Gold. Wir brauchen Kupfer. Und wir brauchen Diamanten. So. Danke. Kupfer. Gold. Diamant. Okay, der Blaststeller ist ziemlich langsam, ist aber nicht schlimm. Nice. Mädels, es funktioniert. Es funktioniert. Fast. Was, woran klemmt's hier? Hä? Oh, oh. Wie viel braucht denn der? Ein Gem für einen. Doch, hä? Was macht er da gerade? Weird. Oh, warte. Ha! Oh, Jesus. Oh. Ha. Oh, cool. Ja, das ist ja ungeil. Okay, das ist ja gerade richtig ungeil. Wer hat denn sich denn jetzt den Blödsinn einfallen lassen? Aus einem Ingot machen wir einen. Oder aus 1000. Ein Ingot sind 144 Millibuckets. Das ist ja voll die Verschwendung über den Blastchiller. Och man, Leute. Aber warte mal. Okay, aber ich hab da glaube ich, gerade eine Lösung. Moment. Kommando zurück. Oh boy. Okay. Das hätte man vielleicht mal jemand sagen sollen, dass das von der Geschwindigkeit her vielleicht irgendwie kacke ist. So richtig kacke ist. Okay. Wenn wir aber Folgendes tun. Dann können wir das System, meines Wissens nach, austricksen. Pass mal auf. Aha. Es wird trotzdem relativ kompakt, aber nicht ein klein wenig größer als vorher. Was aber nicht schlimm ist. Ist gar nicht so schlimm. Da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt kommt da darauf, die... Falsch gedreht. Sieht keine Sau. Das merkt doch keiner. Hat keiner gesehen. Okay, warte mal. So. Ja, warte, ich fixe es hier mal. Meine Güte. Kann sich aber anstellen.
anstellen. Sind wir wieder unten drin, ne? Danke. So. Besser, danke. Also, Engineering, zack. Calculation, zack. Und Logic, zack. So. Und jetzt die Crucibles wieder. Setup ist ja dasselbe. Nur kommt jetzt der Strom jetzt hier ran. Wenn die mal umdrehen gerade hier, die Jungs. Nein, falsches Ding erwischt. Danke. Müssen wir den nur kurz anders einstellen. Der bleibt wie er ist, aber die hier sind jetzt so rum. Dann können wir eigentlich auch von hier aus. Ja, dann drehen wir die auch mal um auf diese Seite. So. Und jetzt kommt hier. Jetzt kriegen die nämlich den das Augment. Der Blast Chiller. Und jetzt drücken die Flüssigkeit direkt in den Tisch. Und dann macht der Tisch daraus das Zeug. Und dann wird daraus das Zeug. Und dann haben wir denselben Effekt, nur wieder in kompakt. Strom. Ein bisschen Strom, der macht das schon. So. Okay. Dann jetzt nochmal. Hier die Diamanten verflüssigen. Das Gold und Kupfer ist bereits weg. Aber das Glück ist, die können wir ja kaufen. Das ist also auch kein Problem. Und? Achso. Auto-Output nach unten. Seht ihr was? Zwischen, ich hab's zwischen gehört. Da ist es drinne. Na, Mädels. Ist das geil oder ist das geil? Oh, das ist wieder, ich hab's ja zwischen gehört. Der hat jetzt so zwei, oh, lecker. Ausgezeichnet, wie das ist. Oh, ich liebe es. Zack. Und hier ebenfalls Output. Und es ist auch nicht wirklich langsamer tatsächlich. Aber es ist halt eben jetzt trotzdem schnell geschmolzen, schnell gegossen. Und jetzt geht das viel angenehmer. Ne? Sehr schön. Und wir haben damit unsere Prozessorproduktion tatsächlich fertiggestellt. Oh, ein Traum. Ich pack mal ganz kurz ein bisschen was weg hier wieder. So, hier ein bisschen Platz schaffen im Inventar und dann 1, 2, 3. Sehr gut. Und jetzt können wir damit unseren USB herstellen. Oder unser Flash-Drive. Dem Flash-Drive. Aus Flash und Blut. zack. Das jetzt zu verkaufen für Gold, Münzen. Ich habe da so ein paar über. Das jetzt verkaufen für Gold, Münzen. Um uns damit den. Das Windsupgrade zu holen. Und damit haben wir jetzt ein unzerstörbares Flash-Drive. Können das jetzt hier vorne hinschmeißen.
Womit dann jetzt die Produktion dieser Geschichte ebenfalls möglich ist. Oh, lecker. Einfach nur grandios und super lecker. Läuft. Mädels, wir haben's. Task completed. Wir haben das, wir haben das. Und das nächste ist dann eben das hier. Der kostet was? Earthcasing? Blackstone? Komm. Eine Bleiplatte sollten wir wohl da haben, genau. Habt ihr mal so einen Schwung für uns? Danke. Und jetzt, der sagenumwobene ME-Controller. Schabam. Scha-fucking-bam. Hier. Addition Position. Bin ich da, oder? Ich will jetzt die Circuits machen, warte mal. Die will jetzt die Circuits haben, dann schalten wir das kurz aus. Die landen hier direkt im... Ist da noch Zeug drin? Ja. Die landen dann direkt hier in der Maschine. Jeweils. Und dann darfst du wieder dort rein. Nee, du nicht. Das ist auch fertig und damit haben wir auch den und den fertig. Damit Kapitel 4 fertig. Es sei denn, da kommt noch ein Zusatzding, was man gerade noch nicht sehen kann. Ne? Lux Machinery. Da fehlt wieder irgendwas. Hm. Aber was? Ich sehe jetzt hier keinen Questbaum dazu. Anyway, wir haben unsere Maschinerie und als nächstes müssen wir uns darum kümmern, dass wir entsprechend dann das ME-System aufbauen. Endlich. Vernünftig ein ME-System. Gott sei fucking Dank. Das ist aber für die Folge gewesen sein. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne mal subscriben. Oder denkst du, dass du wie es da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.